Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Berlin AV. Diesmal sind wir wieder unterwegs. Wir sind in Potsdam in unserem Lieblingsmuseum Barberini und hier startet am 13. März bis zum 27. Juni die wunderbare Ausstellung Rembrandts Orient. 110 Werke sind zu sehen, davon 33 von Rembrandt. Und hier kann man wieder den ganzen Zauber der Malerei erleben. Ich sage euch, es ist der reine Wahnsinn. Eine wunderschöne Ausstellung. Bemüht euch um Karten. Ich hoffe, das klappt. Das Hygienekonzept macht es nötig, dass stufenweise eingelassen werden kann nur. Und besorgt euch bitte über die Online-Seite, über die Website des Museums ein Ticket. Und ich drücke euch alle Daumen dafür, dass das auch noch klappt. Und wer kein Ticket mehr bekommt, der kann sich in unserem Video ansehen, was es hier für tolle Bilder zu sehen gibt. Wir zeigen Rembrandts Orient. Der Untertitel lautet Westöstliche Begegnungen in den Niederlanden im 17. Jahrhundert. Es geht also um das 17. Jahrhundert. Früher hat man mal gesagt, das ist das goldene Zeitalter. Mittlerweile haben wir einen differenzierteren Blick darauf. Wir sagen, es ist das goldene Zeitalter der Kunst, denn es hatte auch Schattenseiten. Denn die Pracht in der Kunst ist teuer erkauft worden. Durch Eroberungen, insbesondere in den fernen Ländern. Die nannte man damals Orient. Das war eigentlich die Idee. Und heute ist der Begriff Orient etwas in Misskredit geraten. Heute impliziert dieser Begriff eine gewisse Überheblichkeit oder eine Überlegenheit des Westens gegenüber den östlichen oder orientalischen Ländern. Deshalb haben wir ganz bewusst den Titel Rembrandts Orient genannt. Es ist die Sicht der Zeit auf diese fernen Länder. Und Orient, das war damals nicht nur der Nahe Osten, sondern auch der Mittlere und auch der Ferne Osten. Also bis Asien erstreckte sich sozusagen die Idee des Orients. Die vielen Einflüsse, Waren und Güter aus diesen orientalischen Ländern, wie wir sie jetzt mal nennen wollen, kamen mit dem Aufkommen des Handels in die Niederlande. Amsterdam war damals das Zentrum des Welthandels mit seinem großen Hafen und mit der Gründung der Ostindischen Handelskompanie begannen Expansionsbestrebungen und vor allem Handelsbeziehungen in die ganze Welt. Damals betrieb man diesen Handel eben vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Es ging der Ostindischen Handelskompanie gar nicht um politische Eroberungen oder Überlegenheiten, sondern es ging darum, wirtschaftlich aus diesen vielen Ländern Waren nach Hause zu bringen, in die Niederlande, nach Amsterdam und damit eben auch einen schwunghaften Handel in Gang zu setzen mit Gewürzen, mit Stoffen, mit Rohstoffen, mit Edelsteinen, alles also, was man damals in der Heimat, in den Niederlanden, so nicht kriegen konnte. Und diese vielen Güter brachten eben auch eine Veränderung der gesellschaftlichen Struktur mit sich. In den Niederlanden vor allem Kaufleute wurden durch diesen Handel sehr wohlhabend und sie brachten viele Dinge mit, um auch zu zeigen, dass sie selber so erfolgreich waren, wirtschaftlich erfolgreich. Das schlug sich nieder in der Kleidung. Man ließ sich darstellen mit kostbaren Gewändern, orientalisch angehauchten Gewändern, um zu zeigen, dass man diese Handelsbeziehungen aktiv betrieb. Man kochte in den Häusern mit exotischen Gewürzen. All das gehörte dann zum guten Ton. Und diese Einflüsse führten auch dazu, dass sich diese Händler oder diese Kaufleute auch gerne abbilden ließen mit diesen Attributen. Das heißt, so schwappte diese ganze Bewegung auch in die Welt der Kunst. Und das ist das, was wir hier zeigen wollen. Bilder, die zeigen, wie die orientalischen Waren und Güter
in der Kunst auch aufgenommen und dargestellt wurden, wie sie einerseits eben zeigen, dass man diese Objekte bewunderte, dass man sie auch sehr wertschätzte als besondere und auch teure Luxusgüter. Und zum anderen nutzte man diese Kleidung zum Beispiel, um biblische Geschichten authentisch oder scheinbar authentisch zu machen. Denn die Geschichten der Bibel spielen ja im Original in den orientalischen in den Ländern des vorderen Orients. Und man wollte den Betrachtern zu Hause damit suggerieren, dass es wirklich historische Momentaufnahmen sind, die man hier im Bild zeigt. Man wollte sie damit glaubwürdiger machen. Auch das ist ein wichtiges Kapitel in dieser Ausstellung, gerade die Rezeption der biblischen Geschichten mit den vermeintlich originalen Ansichten. Dabei stellen wir fest in der Forschung, dass nur ein ganz geringer Teil der Künstler den Orient, den damaligen Orient selber bereist hat. Sie kannten also viele Dinge gar nicht von eigener Ansicht her, sondern sie kannten allerhöchstens die importierten Güter, die sie vor Augen hatten, die sich teilweise in Sammlungen oder Kunstkammern befanden. Allein auch die Ostindische Handelskompanie hatte eine große Sammlung an besonderen Waren zusammengestellt, die sie ausgestellt hatten in ihrem Headquarter, wie man heute sagen würde. Und dort konnten also die Amsterdamer Künstler auch diese Güter bewundern und eben auch malen. Ganz wenige Künstler, darunter Rembrandt, haben sich überhaupt für die Kunst von dort interessiert. Das ist ein weiteres entscheidendes Kapitel in unserer Ausstellung. Hat die Kunst der orientalischen Länder überhaupt Einfluss auf die niederländische Kunst gehabt? Und das können wir sagen, nur in geringem Maße. Nur wenige Künstler eben haben sich wirklich auseinandergesetzt. Wir sehen allerdings, dass Rembrandt zum Beispiel orientalische Miniaturen wirklich auch kopiert hat, um sich selbst an dieser Kunst auch zu orientieren, um seine Bilder authentischer zu machen. Das ist etwas ganz Wichtiges und jeder, der in dieser Ausstellung ist, wird sehen, dass Rembrandt tatsächlich die entscheidende Künstlerfigur hier im 17. Jahrhundert ist. Wir haben verschiedene andere Künstler ihm an die Seite gestellt, die er teilweise beeinflusst hat, teilweise auch seine Lehrer haben wir gezeigt mit Pieter Lastmann. Und dann sieht man, wie es Rembrandt gelingt, diese Idee des Orients auf ganz besondere Weise in seinen Bildern zu verarbeiten. Wir sind wahnsinnig froh, dass wir wieder aufmachen dürfen nach 4,5 Monaten. Das ist für uns als Museum eine Durststrecke gewesen, aber natürlich auch für alle unsere Gäste. Und wir haben in den letzten Tagen, als es nun angekündigt wurde, dass wir wieder aufmachen dürfen, eine Vielzahl von Zuschriften und Anrufen bekommen, wann und wie man nun eigentlich Tickets kriegen kann. Und wir stellen schon fest, das beschränkte Ticketkontingent, was zur Verfügung steht, reicht bei weitem nicht aus, um diese ersten Nachfragen nur im Ansatz zu befriedigen. Wir würden gerne viel mehr Tickets verkaufen, dürfen wir aber nicht. Wir müssen strenge Hygienevorgaben erfüllen, sonst müssen wir wieder schließen, das wollen wir nicht riskieren. Und so bitte ich alle unsere Gäste um Geduld. Man muss es einfach nur ein paar Mal versuchen. Es wird klappen. Und die Ausstellung geht bis 27. Juni. Bis dahin gibt es noch eine Möglichkeit, auf jeden Fall die Bilder vor Ort zu sehen. Und einstweilen kann man sie virtuell erleben. Auf der Website wird in Kürze ein 360-Grad-Rundgang dieser Ausstellung zu sehen sein. Es gibt dann auch ab 22. März täglich Live-Touren, also virtuelle Führungen durch diese 360-Grad-Ansicht. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich schon vorher auf die Ausstellung zu freuen, wenn man es bis dahin nicht geschafft hat, selber zu kommen.